Hallo und herzlich willkommen im Mittelalter. Wir machen eine neue Runde bei Bridge Constructor Medieval. Oder wie spricht man das aus? Medieval? Keine Ahnung. Mittelalter! Ich muss mal nachgucken, wie man das genau ausspricht. Und unsere Aufgabe heute bei Brücke 5 ist: Verstärke und überdache die Brücke. Mindestens 6 Einheiten müssen weiterkommen. Ritte 10 Einheiten, dann gibt's die Krone da dafür. Und wir schauen uns die Runde mal hier entsprechend an. Okay, jetzt schauen wir uns an, was entsprechend passieren wird. Das heißt, die Jungs gehen drüber. Und da kommt der erste Einschlag, der zweite. Und da hinten dann nochmal. Also es kommen laufende Einschläge meistens. Wenig außen, alles mittig. Okay, entfernen wir den ganzen Schrott mal. Gut, dann brauchen wir hier eine schöne Möglichkeit. Wir überdachen das Ganze wieder. Und noch einmal den letzten Teil. Hier drüber, hier drüber, hier drüber. Schauen wir uns das Ganze noch an. Das Ganze wird zu schwer für die Brücke. Deswegen müssen wir die jetzt noch ein bisschen verstärken. Das heißt, einmal hier einen Balken. Einmal hier der mittlere Teil, der wird wahrscheinlich nicht langen. Wir schauen, weil wenn hier in der Mitte ein Schlag drauf kommt und da gerade die Teile drauf gehen, dann ist hier ein sehr, sehr großer Druckschaden. Naja, es langt nicht. Okay, kommt nochmal unsere Verstärkungstaktik. Das heißt, wir gehen von hier aus, schauen, wie weit wir kommen. Zwei drunter. Okay. Dann einmal hier. Verstärken wir ihn. Auch von der anderen Seite, geben hier auch noch eine Querverstrebung rein. Und hätten das hier natürlich auch noch ein bisschen nutzen können. So, jetzt ist das alles schön. Also hier kommt ein Schlag drauf. Unten wird schön abgefedert. Hier ist ein höherer Druck drauf. Auf der rechten Seite. Ah, hebt's noch, hebt's noch, hebt's noch. Kommt, geht durch, Jungs. Ein so ein kleines Teil, das fehlt, macht nichts. Ja, wir haben alle 10 Einheiten gerettet. Das war die Runde. Und ja, schauen wir, ob es weitergeht. Okay, wir bekommen noch eine zweite Aufgabe hier bei, wie hieß sie jetzt? Ich habe mir den Namen nicht mal gemischt. Ja, ich schaue nochmal nach. Oder wenn euch der Name auch interessiert, dann spult entweder das Video zurück oder wir sehen uns morgen zur nächsten Brücke hier im Mittelalter. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis dann.